Kannst kommen. Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Was ist das? Aktiver Reiher Schreck. Hey. Ein Kumpel von mir hat erst vor 3 Tagen Conor McGregor kennengelernt und der hat ein paar Tricks gezeigt und der hat sie mir gezeigt. Wie alt ist der? Hau ab, da nicht. Ja? 1,5 Jahre ist er jetzt. Und wie schwer? 80? Der hat jetzt über 100 Kilo. Über 100? Ja. Mach Sitz. Sitz. Der hört nicht. Da hängt immer ein Ringfleischwurst um den Hals, dann hört er auf dich. Beißt er? Ne, der schluckt im Ganze. Weil ich muss immer fragen, mich trauen sich Hunde nicht zu beißen. Nee, alles gut. Alter. Ganz lieber Kerl. Jojojo. Mach, gib laut. Darf ich dem allein? Dann gehe ich in die RTL-Show, mein Superdog, oder wie heißt der? Und dann machen wir Agility. Wir rennen da gerade durch, okay? Dann pflügen wir den Parcours mal. Hau ab jetzt, geh weg. Hau ab! So, du hast einen Traum. Sag mal, Genesis wusste doch, dass wir kommen, oder? Seit wann sind die Aufkleber drauf? Seit Anfang an. Echt? Aber auf meinen Wunsch, ja. Das ist ja geil. Sieht aus wie eine Rennstrecke. Die war noch nicht damals. Wir hatten zwischendurch eine kleine Anlage. Der Becher steht sogar auch noch draußen. Das ist jetzt aber nicht dein Scheiß Ernst, dass du hier baden gehst und eine Schwimmbadleiter brauchst. Selbstverständlich. Nein, die ist jetzt eigentlich nur zum Reinigen. Also wir haben die Anlage jetzt letzte Woche komplett leer gemacht, entleert alles und jetzt wird die halt noch richtig sauber gemacht, dass wir uns halt für den Winter, Herbst oder für den Herbst und Winter halt fit machen, dass wir dann wieder im Winter ein bisschen Keuer haben. Ja? Katsching! Geil. Erzähl uns, was passiert ist. Wir haben es im ersten Block angeteasert. Hier hinten, also ich will es mal so sagen. Marc hat alles getan. Wir haben hier, er hatte ja die kranken Fische da aus seinem Vorleben, Koi-Vorleben. Und dann hat er gesagt, er möchte ihnen jetzt optimale Bedingungen liefern, hat sich die Genesis-Anlage hierhin gedübelt über Nacht und hat die auf Temperatur gebracht, weil ihm das sowohl die Frau Lange als auch Michael Rupp als auch ich empfohlen haben, wenn du die behandeln willst, dann muss das unter kontrollierten Bedingungen, am besten im Innenraum passieren. Die Familie ist sehr tierlieb und hat dann alles gegeben. Und dann hat Marc natürlich auch, weil er sehr wohl Bescheid darüber weiß, dass Sauerstoff ganz schnell der limitierende Faktor im Falle eines Stromausfalls werden kann, und hat eine Notsauerstoffversorgung gemacht, die also über ein Stromabfallventil funktioniert, heißt Strom weg, Ventil auf. Und was ist dann passiert? Ja, das Problem war, dass wir haben ja 3 Phasen auf dem Strom. Genau. Und es ist natürlich genau die Phase nicht ausgefallen, die wir brauchten. Und dann auf einmal hat das Ventil natürlich nicht geöffnet. Die Sauerstoffflasche, die ist jetzt leer, die steht draußen vor der Tür. Hat natürlich dann nicht ausgelöst. Und da sind die armen Viecher hier drin. Ich vermute mal, also was heißt vermute, kann man einfach sagen, qualvoll verreckt. So, also mit ganz einfachen Worten das Ganze nochmal erklärt. Ja. Wenn eine von den 3 Phasen ausfällt und auf der einen Phase hängt die Pumpe, auf der anderen die Belüftung, auf der dritten Phase hängt dieses Stromabfallventil, dann die 2 Pumpe und Sauerstoff ausfällt, dann geht das Pumpe und Belüftung ausfällt, geht der Sauerstoff noch lange nicht los. Genau. Wie habt ihr das jetzt geregelt? Also wir sind jetzt auf 3 Phasen, also wir haben auf jeder Phase jetzt mittlerweile haben wir eine Prüfung drauf, von wegen, dass wir haben uns jetzt Taster einbauen lassen, dass du A nicht mehr vergessen kannst, dass auch öfters passiert ist, den Sauerstoff wieder einzuschalten. Also sprich, wenn du abends hier reinkommst, wolltest Fische gucken, drückst auf den Taster, geht der Sauerstoff 5 Minuten aus. Genau. Und springt dann automatisch über ein Zeitrelais wieder ein. Mhm. Also ist weil das ist einem anderen befreundeten Kunde passiert. Ja. Ausgeschaltet, Telefon klingelt, ja, was Wichtiges weg. Ja. Genau. Den Block habe ich so gesehen. Das sind nicht alle gestorben, aber auch viele. Auch unnötig. Ja, aber dann, wie passiert. Gesagt, haben wir die Phasenüberwachung mittlerweile. Die sind halt jetzt ausgeschaltet, klar, weil die anderen nicht läuft. Wenn ihr oben seht, da sind also die 3 grünen LEDs oben. Wenn hier oben an der Decke. Genau, wenn der Sauerstoff eingeschaltet ist oder sowas, leuchten alle jeweiligen, ich sage jetzt mal Luftkreisläufe. Wir haben 3 verschiedene Luftkreisläufe, einmal für die große Anlage, für die mittlere Anlage und für die Quarantäneanlage. Und die wiederum habe ich auch jede Pumpe doppelt mittlerweile. Das wird jetzt noch ein bisschen neu verrohrt, neu verkabelt jetzt über den Sommer. Dass jede Pumpe ist jetzt redundant. Also wenn mir auch eine Pumpe kaputt geht, Membrane kaputt geht oder sowas, wird aus einer anderen Pumpe, aus dem anderen Kreis, wird die bespeist. Geil.
Dann haben wir, ja hier eine 16 kW PV-Anlage auf dem Dach. Ich habe 16,8 kW Akku nebenan stehen. Davon kriege ich jetzt einen zweiten Turm. Der wird dann nachher rein als USV nur hier auf diese Anlage geklemmt. Also habe ich 16,8 kW. Und im Winter wird passiert hier nie wieder was. Im Winter wird die Batterie dann vom Netz gespeist. Brauchst du sogar noch nicht mal. Also ich sag mal, wir haben auch bei diesigem Wetter produziert hier die Anlage 3 kW. Das ist brutal. Also muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich auch nur jedem empfehlen. Und wir werden diese 16,8 kW Akkublock nur nutzen für Pumpen, für, also Licht natürlich nicht, Sauerstoff, Pumpen, fertig. Und so, alte Bioturm bespielen. Das ist die absolut perfekte Lösung, kann man anders nicht sagen. Besser geht's nicht. Für alle, wo das vielleicht ein bisschen over the top ist oder finanziell auch nicht möglich, es gibt eine einfache Lösung. Ich sage ja immer, eine Pumpe muss wenigstens ins Becken drücken. Ja, also das Becken muss belüftet sein, nicht nur der Filter. Achtet einfach darauf, dass die Pumpe, wo das Becken drauf hängt, ja, dass die auf der gleichen Phase hängt wie euer Stromabfallventil. Weil dann ist sichergestellt, wenn die Phase weg ist, wo belüftet, dass dann statt der Luft der Sauerstoff einspringt. Oder halt entsprechend eine Luftpumpe oder wie auch immer das geschalten ist. Aber die Scheiße, als er mir das erzählt hat, war ich gerade in Japan. Ich habe es im ersten Block schon erzählt. Das ist der Oberalbtraum und das wünscht man auch niemand. So, hier hast du Bürstenfilter rund von Genesis. Ja. Wie oft hast du den sauber gemacht im Winter? Zu oft. Ich habe also den Fehler gemacht und wollte auch immer schön alles immer sehr, sehr sauber machen und wunderbar und immer schön aufmachen und sauber machen. Nicht gut. Und da waren Marcel und Tobi waren dann hier und die sagten, nee, das ist genau verkehrt rum. Du sollst die Anlage einfach mal in Ruhe lassen. Mhm. Und Ammoniumnitrit hast du nicht gehabt. Nö, wie viel hast du gefüttert? Weil du hast ja die ganzen Tiere da draußen, hast du ja hier groß gemacht. Ja, also wir haben mit 1% Zuwachs haben wir ja gefüttert und haben angefangen, boah, ich kann es ja gar nicht mehr sagen, also bei mir haben ja überall die Automaten und ich habe zwischenzeitlich sogar immer mal ein bisschen so runtergestellt. Was, über 10 Minuten? Ja, also nee, also hier die andere, glaube ich, war nachher über 8 Minuten. Ja, 8,5 Minuten, das war okay. Und wir konnten halt sehen, wenn hier, ich sag mal, so ein Futterrand war, dass sie nicht alles gefressen sind, sind wir ein bisschen runtergegangen. Und genau so funktioniert es auch immer ein bisschen mit Hirn, ja. Nicht nur mit Automat. Automat und Hirn zusammen und Automat, Hirn und Hand. Geil. Ja. Du hast ja auch Sinkfutter gefüttert? Das war zum Probieren, aber ich sag mal, da habe ich damals, als ich das Sinkfutter gekauft habe, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, groß von wegen, dass die Anlage hier, das Sinkfutter, das verschwindet halt relativ schnell. Gell? Du bist ein Metallbau, das sehe ich. Ja. Cool. Easy. Das gefällt jetzt wieder vielen. So Dinge. Ja. Überlegt sich immer jeder, aber das ist ja wie Messebau eigentlich. Ja. So Fischertechnik für Große. Hildi-Profile. Wie heißen die? Hildi-Profil ist das. Hildi? Also du kriegst ja Bosch-Profile, Hildi-Profile, das gibt es ja in allen möglichen. Hildi, ja, ich habe einen Vertreter gerade. Einen Verkäufer von Hildi. Muss eine geile Firma sein. Dieser Blog wurde gesponsert von Konishi Number One, King of Koi Foods. So, jetzt machen wir hier mal Faktencheck. Und der fängt an zu laufen, wenn ich ihn einschalte. Ja, ist nicht schlimm. 3,56. Das waren die kleinen, ja. Ja. Würdest du mir noch verraten, wo der Futterautomat für den Großen ist? Hier. Nein, nicht anfassen. Ach, bitte keine Spuren verwischen hier. Das kann ich ganz alleine. Jetzt kommt dir gleich 28 Minuten oben. Nein, den haben wir zurückgestellt, habe ich dir eben gesagt. Also ja. Wir hatten zu Spitzen 27 Minuten. Ich bin halt auch jemand, der so ab und zu mal guckt, was ihm erzählt wird. Bist du jetzt gespannt auf die Fische? Ja, aber selbstverständlich. Dann lasse ich die jetzt langsam in Ruhe. Ist doch. Es kribbelt. Jetzt müssen wir mal Kartons aufmachen. Marc, hau rein. Danke. Ciao.